Willkommen zurück hier beim Let's Play Heroes of Might and Magic 3. Ja, ja, ihr habt richtig gehört. Und unsere Burg wird bedroht und uns gleich abgenommen, stimmt. Da war ja was. Oh Gott, die wird uns echt gleich abgenommen. Wann kommen wir hier an? Christian, wann kommst du da an? Nee. Nee. Er nimmt uns die Population weg. So ein Mist. Würde Wario an der Stelle sagen. Ich sage einfach nur Scheiße. Und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt skippen müssen, ne? Also, der nächste Tag müsste anbrechen. City Hall, was brauchen wir denn? Blacksmith? Ja, das können wir uns ja jetzt hier kaufen. Die Ressourcen sehen eigentlich recht gut aus, muss ich sagen. Na? Die sehen wirklich gut aus, aber hier. Hä? Okay, das wurde uns abgenommen. Ja gut, wir müssen jetzt erstmal wieder hier aufräumen, weil die fangen uns jetzt hier schon wieder an, auf den Sack zu gehen. Wobei man auch eventuell das hier als Hauptschloss jetzt nehmen könnte, ne? Wir müssen das hier auf jeden Fall ausbauen. Naja, lange drum herum geredet. Kurzer Sinn, der haut ab. Aha. Das ist jetzt mal interessant. Wieso haut er ab? Der geht lieber dahin. Mhm. Okay. Naja, wenn er das so möchte, dann... Why not, ne? Why not? Okay. Hier ist unser Problem. Wir haben keine Edelsteine. Wo kriegen wir denn Edelsteine? Bekommen wir überhaupt Edelsteine? Nein! Wir haben keine Edelsteinmine. Wo gab es hier eine Edelsteinmine? Letztens. Also in der letzten Runde. Oh, hier gibt es Edelsteine. Wie wäre es, wenn ich da einen Hero hinschicke? Ach, wir haben hier ja noch einen. Egal, wir kaufen noch einen. Und zwar den Leunis. Was bist du? Nee, das ist Nekromantin. Nekromanten möchten wir hier nicht. So, und sie kann eigentlich Christian auch direkt eine Armee bringen. Zack. Das ist sehr, sehr wichtig, aber jetzt noch zu teuer. Ja. Im Moment ist es noch zu teuer. Wobei sowas... Nee. Ah, ich überlege das nächste Runde, ob ich das hole oder nicht und in welcher Burg. Vielleicht lohnt es sich eher, das in der oberen Burg zu holen als in dieser. Aber naja, sehen wir ja dann. Wir haben ja schon die Engel. Sehr nice. So, jetzt erstmal Truppen kaufen. Ne. Dich wollen wir zuerst, dann euch und dich und die Zeloten natürlich und zwei Engel obendrauf. So, und diese wunderschöne Armee. Wie viele hatte sie denn? Ich meine, sie hatte 6 von denen, ne? Dann wirst du natürlich auch nur... Ach komm, wir lassen ja 10. Warum denn nicht? So, Leunis, du gibst jetzt erst einmal dem Christian hier diese gesamte Armee. Er muss nämlich stark sein. Gegen den er gleich kämpfen wird. So, und du kannst mit einem von denen herumlaufen, weil du bist ja sowieso nur Level 1. Was wollen wir mit dir? Hast du ja nicht mal... Oh, er hat sogar ein Zauberbuch. Das ist ja ein richtiger Held. So, Leunis. Oder Leunis, oder... Nein, Harpien, verdammt. Egal, er kann trotzdem ein bisschen hier die Gegend auskundschaften. Und ja, das wird hier gleich eingenommen. Und hier, auf jeden Fall. Wir brauchen den Turm. Wir brauchen hier ganz, ganz, ganz viele Einheiten. Denn das wird eine wichtige Anlaufstelle für uns. Denn von hier aus werden wir die gesamten Greifentürme hier abgreifen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Und ich hoffe, es klappt diesmal auch. Wir haben so viele Parts schon gebraucht für den ersten Versuch, ja? Hä? Der spielt komisch. Warum holt er sich nicht die ganzen Burgen hier? Beziehungsweise die eine. Na egal, der muss jetzt erstmal... Oder hole ich erstmal die hier zurück.
Ich hole erstmal die. Und dann besiege ich ihn und dann haben wir hier erstmal wieder unsere Ruhe. So. Ein Stückchen vor. Und der... Oh, nee, verdammt, ich hätte schießen können. So ein Mist. Goodbye und auf Wiedersehen. Oh! Wieso habe ich die gerade nicht gesehen? Naja. Egal. Was gibt's hier? Basic Intelligence. Oder jetzt fällt's mir nicht ein. Verdammt. Basic Intelligence auf Deutsch. Schreibt's in die Kommentare, mir fällt's gerade nicht ein. Basic. Ich kenne den Sinn natürlich, aber das Wort fällt mir nicht ein. Naja, peinlich. Was ist das nur heute hier für eine Session? Naja, hier können wir jetzt erstmal nichts mehr kaufen, aber hier. Hier können wir Upgraded Archer Tower holen. So, dann upgraden wir euch. Ah, und hier können wir uns die City Hall kaufen. Sehr schön. Sehr schön. Und hier haben wir ja schon eine. Mhm. Nein, das holen wir uns nicht. Aber das holen wir uns vielleicht hier, wenn wir es nicht schon haben. Wir haben es schon. Okay. Und die Stables, die hole ich jetzt. Wir brauchen die, ja. Die sind wichtig. Denn dadurch wird die Bewegung unseres Helden für eine Woche lang erhöht. Und ja, das ist wichtig. So, nächster Tag. Oh nein! Lionel, was ist los? Lionel stirbt. Vielleicht kann er ja nochmal einen miesen Zauber abfeuern, bevor er hier zugrunde geht. Und zwar auf die... Das sind Gox, alle beide. Bam! In den Kampf! Vielleicht hätte ich flüchten sollen mit ihm. Naja, jetzt ist er tot. Was soll's? Er hatte sowieso nicht viel bei sich. Okay, jetzt hat er es getan. Jetzt ist es vorbei, Kollege. Ich hole mir aber erstmal die Mine hier zurück. Denn die ist wichtig für unsere Engelproduktion. Und jetzt bist du dran. Jetzt wirst du sterben! Boah, ist das teuer, verdammt. Das ist so teuer. Okay. Das ist die Burg. Baracken. Sehr wichtiges Gebäude. Übrigens ganz merkwürdig hier in dieser Burg, dass man immer erst die vierten Einheiten bekommt und dann erst die Greifen kaufen kann. Ja? Das ist sehr merkwürdig. Aber naja. Was soll's? So, er treibt da weiter seinen Unfug und... Oh nein! Nein! Er kam einfach überraschend aus dem Kriegsnebel. Fuck. Ja, das ist eine verlorene Schlacht. Das kann ich euch jetzt schon sagen, Kollegen. Das wird nichts. Naja, vielleicht können wir die Manticoren schon mal schlachten. Aber die Burg, die holen wir uns auf jeden Fall noch zurück. Wie gesagt, das wird ein sehr wichtiger Angelpunkt in der gesamten Story hier. Na, die halten ja einiges aus hier. Na, das war's leider. Also, das hätte ich jetzt nicht erwartet, ja. Und das auch nicht. Allemal. So, erst machen wir uns die Burg hier zurück. Wir müssen uns die ganze Zeit Burgen zurückholen, oder das wird jetzt so weitergehen. Wir haben noch nicht mal einen Greifenturm gesehen. Und der muss jetzt erstmal noch sterben. Meine Fresse.
Hoffentlich gibt es hier bald mal Population. Ne. Ne. Wie weit kann der Typ reiten? Wie weit können die alle reiten? Was ist das? Ich komme nicht ran. So. Meine Güte, meine Güte. Immer dasselbe hier. So, ich weiß nicht, sollen wir die retten oder hier drinnen lassen? Nee, nicht retten. Nächster Tag. Oh, Jemine. Zumindest haben wir hier drei Schützen auf dem, auf den Dächern. Beziehungsweise auf den Türmen, meine ich. Das ist auf jeden Fall schon mal ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Nachteil. So, was ist mit dem hier los? Wieso du nicht sterben? Oh je, der hat zu viele Schützen. Eieieiei. Das war ein guter Move von dem. Das muss man ihm schon lassen. Naja, zumindest konnte er uns da nichts wegkaufen. Und sie verschwinden immer wieder. Wenn man sie angreift, dann flüchten die sowieso. Okay, ich kill jetzt erstmal den hier. Die gehen mir so auf den Sack. Ah, ich bin... Ah, ich hätte erst in die Burg gehen können, dann hätte ich, die Stelle besucht. Naja. So, Stone Skin auf die Engel. Jetzt fangen die schon wieder so große Schlachten an, das gefällt mir gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall erstmal hier auf die hier. Bam! Engel Power! Engel Power! Nice. So, dann fliegen wir mal hier vor. Was könnt ihr hier machen? Sehr schön. So, hier unser Kanonenfutter. Genau dazu waren sie gedacht. Ja, und er flieht natürlich. Was denn sonst? Na, wir kommen eh nicht hin, also können wir das hier machen, holen. Und dann nochmal darüber. Und dann müssen wir noch hier was holen. Und ist doch alles zum Kotzen. Scheiße. Oh. Zum Glück bekommen wir die Burg noch zur Population zurück und ja, unsere Schützen werden uns jetzt erstmal abschießen. So ein Scheiß. Tut mir leid, Freunde. Aber ihr wolltet es nicht anders. So, flieg mal darüber. Perfekt. Und das war's. So, Ställe sind besucht und jetzt warten wir hier einen Tag. Ne. Meine Fresse, keine Heroes, die wir kennen. So, jetzt müssen wir nochmal warten. Das gefällt mir gar nicht hier.